Turnhallen-Umkleideraum, Kaserne der Sondereinsatztruppen, Hauptquartier der 501. Legion, Imperiales Zentrum. Seine besten Ideen fielen Damen in der Nasszelle ein. Von jeher. Es musste irgendetwas mit der beruhigenden Wirkung des heißen Wassers zu tun haben, das aus seiner Schädeldecke prasselte, und dem Geräusch der Dusche, das wie steter Regen klang. Er ließ sich in diesem entspannten Zustand treiben, mehr im Halbschlaf als wach. Er wusste nun, dass es ein schwerwiegender Fehler gewesen war, nicht gleich die Chance zu ergreifen, nach Mandalore zu desertieren, als Ordo gekommen war, um sie zu holen. Es hatte keinen Sinn zu versuchen, so weit entfernt das Beste für Kat zu tun, wenn er sich dabei immer darauf verlassen musste, dass andere die von ihm gesammelten Informationen an sich nahmen und versuchten, sie produktiv umzusetzen. Da, bist du da drin eingepennt oder was? Damen ließ die Stimme um sich herum wabern. Es war Niner, er konnte warten. Nein, er war die Sache auf komplett falsche Art angegangen. Er würde vielleicht für den Rest seines Lebens hier festsitzen, und das würde nicht einmal so lange dauern wie bei einem normalen Menschen. Er hatte keine Zeit für weitere Fehler. Es gab eine Lösung. Beispiele hierfür stierten ihn schon seit einem Jahr, wenn nicht länger, direkt ins Gesicht. Da, du wirst so verschrumpelt aussehen wie ein Strillhintern, wenn du noch länger da drin bleibst. Damon konnte seinen Gedankengang nicht unterbrechen, um zu antworten. Als Fei Hilfe gebraucht hatte, als Kirata ihn aus diesem Krankenhaus holen musste, bevor sie ihm den Stecker zogen, gingen Bessany und Ordo rein und holten ihn. Als Kirata die junge Nulls von den Kaminoanern retten musste, ging er hin und tat es selbst. Selbst bei der Evakuierung in der Nacht der Order 66, obwohl sie für Ethan und ihn und für Niner ein schreckliches Ende genommen hatte, waren Skirata und die Jungs reingegangen, um Leute rauszuholen. Man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen. Kalboea hat dir alles gezeigt, was du wissen musst, um ein guter Vater zu sein. Was würde er jetzt tun? Damon war sich sicher, dass er nicht hier in der Duschkabine stehen würde, wenn sein Sohn ihn brauchte. Kalboea war ein wundervoller Vater, ein freundlicher und geduldiger Mann und ein Paradebeispiel dafür, wie man die Galaxis verändern konnte, wenn einem das Blatt nicht gefiel, das man ausgegeben bekam. Aber er hatte noch viele andere Klonsöhne, die alle auf ihn vertrauten. Und er ließ sich von zu vielen Jedi, die seine Schuldgefühle wegen Ethan ausnutzten, mit rührseligen Geschichten einwickeln. Damon fühlte sich wegen all den Jedi, die mit Kat unter einem Dach lebten, von Stunde zu Stunde schlechter. Ethan hätte das nicht gewollt. Das allein war für Damon schon Grund genug, etwas zu unternehmen. Gleich. Er würde nach Mandalore gehen, worin er immer ein Zurück nach Mandalore sah, obwohl er den Planeten noch niemals im Leben betreten hatte. Und er würde seinem Sohn ein ordentlicher Vater sein. Damon wollte in Kurimurut bleiben, aber es war offensichtlich, dass dieser Ort nun, nachdem sich das Imperium dort verschanzt hatte, sehr viel gefährlicher war. Kein Ort, an dem man ein Kind großziehen konnte, das zur Hälfte ein Jedi war. Damon wusste aus erster Hand, was mit Kat geschehen würde, wenn die Imperiumsagenten der dunklen Seite ihn wittern würden. Rolly Melusar war ein klasse Typ, der genau wusste, was zu tun war. Aber so lange konnte Damon nicht auf die Revolution warten. Du musst es selbst in die Hand nehmen. Er würde zurück nach Mandalore gehen, um seinen Sohn zu holen und dann irgendwo verschwinden, damit sie niemand fand. Er war ein Kommando. Extraktionen waren genau sein Ding. Und wenn er nicht gefunden werden wollte, würde er das auch recht gut hinbekommen. Tut mir leid, Kalboea, aber du hast im Augenblick zu viel um die Ohren. Ich habe die ersten 15 Monate von Kats Leben verpasst, weil man mir nicht einmal gesagt hat, dass er mein Sohn ist. Damon hatte inzwischen alles durchgeplant. Er musste sich noch nicht einmal aus der Kaserne schleichen. Er war mit der Aufgabe betreut worden, Altis aufzuspüren, und Melusar hatte keine Ahnung, wie leicht ihm das fallen würde. Da, alles in Ordnung mit dir? Ja, immer mit der Ruhe. Er schaltete die Dusche aus und trocknete sich ab. Niner sah ihn besorgt an und senkte seine Stimme zu einem Flüstern. Da, du musst aufhören, dir wegen der Jedi Sorgen zu machen. Der Kerl hat die Sache im Griff. Der wird jeden aufschlitzen, der Kat auch nur falsch anschaut. Ich weiß. Ist auch sicher alles in Ordnung mit dir? Klar, lass uns zu Holy Rolly gehen. Mir kam eine Idee. Was? Ich wette, ich kann ihn überreden, uns eine Operation auf Mandalore ausführen zu lassen. Niner starrte ihn einfach nur an, als würde er in seinen Augen nach Anzeichen des Wahnsinns suchen. Es fiel Damon schwer, nicht absolut aufrichtig zu seinem Bruder zu sein. Aber Niner war nun mal ein Sorgenkopf und was er nicht wusste, konnte ihm auch nicht zusetzen. Damon wusste, was passieren würde, wenn er Niner klipp und klar erzählte, was er vorhatte.
Nein, er würde versuchen, ihn aufzuhalten. Er würde es aus Liebe tun, es aber völlig falsch verstehen. Er wusste einfach nicht, wie sehr sich alles änderte, wenn man ein Kind hatte. Es ging in Ordnung, ein paar Trümpfe im Ärmel zu behalten, wenn er den eigenen Bruder vor Schaden bewahrte. Und aus genau demselben Grund musste Damen ein paar Dinge vor ihm verheimlichen. »Ist das dein Plan zur Desertion?«, fragte Nainer schließlich. Er flüsterte so leise, dass Damen kaum sah, wie sie seine Lippen bewegten. Vielleicht hätten sie zu Mandor wechseln sollen, aber das hätten auch zu viele der Kamino-Kommandos verstanden. Einfach mit einem imperialen Schiff und einem vollen Tank davonspazieren. So sieht's ungefähr aus. Was ist mit Reed? Oder hast du einen Plan, den Keo davon zu überzeugen, nur uns beide loszuschicken? Damen war sich ziemlich sicher, dass ihm auch das gelingen würde. Er zog seinen Arbeitsanzug an. Schauen wir mal. Wenn wir ihn am Ende doch mitnehmen müssen, sagte Nainer, sollten wir uns besser im Klaren darüber sein, was wir mit ihm machen, wenn er herausfindet, dass wir uns aus dem Staub machen wollen. Er wird nicht desertieren wollen. Er ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Er wird auf vernünftige Argumente hören. Nein, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Er mag eine Sparty-Nummer sein, aber er ist ein Mann wie wir. Du hast gesehen, wie schnell er lernt. Was, wenn er doch dagegen ist? Was, wenn er uns ausliefert? Dann tue ich, was ich tun muss. Nainer zog ein langes Gesicht. Diese Art Dilemma hatte er noch nie gemocht. Er verstrickte sich in ethischen Knoten über Pflicht und fand die wirklich schmutzige Arbeit, sich gegen den eigenen Schlag zu wenden, ging einen Schritt zu weit. Damen wollte seinen Brüdern nicht schaden, aber er hatte zwei verdeckt operierende Trooper erschossen. Es hatte geheißen, sie oder er. Und Damen war darauf gechillt, um jeden Preis zu überleben. Ich habe jetzt einen Sohn, um den ich mich sorgen muss. Wenn es sein müsste, würde ich die gesamte imperiale Armee erschießen. Es muss einen besseren Weg geben, sagte Nainer. Gut, denk du drüber nach und ich bearbeite Rowley. Damen kam gar nicht auf den Gedanken, dass Melusar zu dieser nächtlichen Stunde vielleicht schon nach Hause gegangen war. Und das war er auch nicht. Er saß noch immer in seinem Büro und brütete über Geheimdienstberichten. Dieser Mann verfolgte eine Aufgabe, eine Mission. Im Kern ging es dabei um seine Familie. Eine Familie, die man ihm entrissen hatte. Damen verstand das nur allzu gut. Ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat, oder kann er sich diesen Dingen nicht stellen, bevor er seinen Vater nicht gerecht hat? Damen fragte nicht. Er klopfte an den Türrahmen und wartete, während Nainer unruhig hinter ihm stand. Ja? Hätten Sie 5 Minuten Zeit, Sir? Gewiss doch. Damen wartete, bis sich die Türen hinter ihm geschlossen hatten und stellte sich dann vor Melusars Schreibtisch. Was immer er auch als nächstes sagte, er würde Nainer mit sich reißen. Er musste sicher sein, dass es das Risiko wert war. Wie kann ich Melusar nach allem, was er durchgemacht hat, anlügen? Ich glaube, ich kann Altes und seine Leute für Sie aufspüren, Sir, sagte Damen. Ich bin mir sogar sicher, dass ich es kann. Nainer und ich müssen nur ein paar alte Kontaktleute finden. Er schaute nicht zu Nainer. Das brauchte er nicht. Er wusste, dass der Pulsschlag seines Bruders soeben die Decke durchbrochen hatte. Melusar nickte. Sprechen Sie weiter. Wir müssen nach Mandalore. Melusar sah leicht verwirrt aus. Na schön. Gibt es irgendetwas Besonderes, was Sie von mir brauchen? Darm war davon ausgegangen, sein Vorhaben zunächst stichhaltig darlegen zu müssen, bevor man ihn von der Leine ließ. In der neuen Armee ging es nicht wie in der alten GRA zu. Er war sprachlos. So viel Vertrauen legte ihr Kommandant also in sie. Ich kann diesen Kerl nicht hintergehen. Das ist nicht recht. Aber ich muss meinen Sohn irgendwie in Sicherheit bringen. Nur Ihre Erlaubnis, Sir, sagte Damen. Erteilt. Sagen Sie mir, was Sie brauchen, und ich werde dafür sorgen, dass Ihnen alles ohne peinliche Fragen zugeteilt wird. Melusar zog ein Datapad davor und tippte etwas ein. Haben Sie vor, auch Reed mitzunehmen? Das wäre vielleicht einfacher, als ihn hier seinen eigenen Vermutungen zu überlassen. Es klang wie ein Befehl. Damen wollte sein Glück nicht überstrapazieren und nach einer Ausrede dafür suchen, abzulehnen. Außerdem hatte Melusar nicht unrecht. Reed würde Fragen stellen und das Letzte, was sie gebrauchen konnten, waren andere Kommandos, die bemerkten, dass Schwadron 40 aus ungeklärten Gründen vom Dienstplan verschwunden war. Das wäre sehr nützlich für ihn, Sir, sagte Nainer. Ich werde aufpassen, dass er nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gerät. Nainer machte kehrt, um zu gehen, aber Melusar winkte Damen zurück. Was immer die Jedi Ihnen angetan haben, Damen. Vergessen Sie nicht, was man über ein Gericht sagt,
das am besten kalt serviert wird.« Er bedachte Damen mit jenem Blick, den Kopf leicht geneigt, Augenbrauen hochgezogen, das Kinn gesenkt, und er sagte, er würde das Schicksal seiner Männer teilen, hundertprozentig. »Rache lässt einen verrückte Risiken eingehen. Ich weiß das. Denken Sie daran. Kalt!« Dam verspürte, wie die Schuld anfing, ihn bei lebendigem Leibe aufzufressen. »Verstanden, Sir.« Er sagte kein Wort zu Nina, bis sie zurück auf ihrer Stube waren. Er stellte sicher, dass Reed schnarchte wie eine Vibrosäge, bevor er auch nur eine geflüsterte Unterredung auf der anderen Seite des Zimmers in Erwägung zog. »Ich weiß, dass es sich nicht von dem unterscheidet, was wir vorher schon geplant hatten«, sagte Nina. »Aber ich fühle mich mies dabei, Holy Roly anzulügen. Und Reed.« »Ich lüge nicht«, sagte Damen. »Ich werde Melusar alle Jedi liefern, die er haben will.« »Ja, das würde Damen tun. Und falls das nicht in Jinx' Pläne passte, einen Fluchtweg für irgendwelche Jedi zu finden, Pech gehabt. Sein Sohn stand an erster Stelle.«